Da sind wir immer noch in der Herausforderung namens Stille Echos hier bei The Sojourn. Willkommen zurück und ich möchte die Schriftrolle noch haben, die Bonus-Herausforderung. Vielleicht kriege ich es ja hin, hab so eine leise Idee, aber keine besonders gute Eingebung. Jetzt mal gucken, ob es klappt. Also ich will irgendwie mit dem Ding da hinten arbeiten. Und am Ende muss ich mir den Reliktknubbel da draus dann doch wieder klauen aus dem Teil. Insofern, tja, ich weiß noch nicht so recht, aber mit dem Licht kann ich den da hinten aktivieren und jetzt kommt es nämlich drauf an, wie ich mich hier vorwärts tasten kann. Ich kann hier nochmal die Plätze tauschen, weil man kann ja zwischendurch. Hä? Was ist jetzt passiert? So rum geht's nicht. Oh Gott, was ist das für eine Gemeinheit? Jetzt steht er da hinten völlig. Ah, okay. Ich probier's nochmal. So ein bisschen fies war das schon. Ey, jetzt hänge ich hier an der Seite fest. Aufgetankt. So, weil eigentlich wollte ich den so weit nach vorne bringen, dass ich mich da wieder sehe. Ah, doch, das klappt. Jetzt haben wir hier eine Sichtverbindung. Ich glaube, das schaffe ich. Ich bringe den jetzt Stück für Stück immer einen Schritt weiter. Danach dupliziere ich ihn vielleicht wieder. Irgendwie so. Der muss ja nur noch hier vorne gebracht werden, ohne dass ich ihn verliere. Also immer mit dem Restlicht rechtzeitig zurückkommen. Und dann kann man ja irgendwann mal ihn hier haben. So. Und jetzt haben wir ihn wieder doppelt. Hilft mir das was? Ah, jetzt ist ja das Tor wieder zu. Och Gott, nee. Obwohl, das ist doch eigentlich das, was ich schaffe. Es ist auch völlig egal, ob der dupliziert ist. Ich wollte doch eigentlich nur hier genug Energie haben. Den wollte ich anstimmen und das muss jetzt einfach von hier aus. Warum klappt denn das hier nicht? Hat der so ein Feld um sich rum, wo das nicht geht? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Ach so. Nein. Ach so, jetzt kann es ja nicht gehen, weil ich gerade kein Licht habe, aber das ist doch verrückt. Ich muss hier rüberkommen. Da, jetzt geht's und hier geht's nicht. Ja gut, insofern kann ich das auch nie rausfinden. Ich würde gern von hier drüben wechseln, es scheint nicht zu gehen. Und ich kann dem das nicht entnehmen, oder? Obwohl, das hatte ich doch schon. Ich hatte es doch schon in dem drin. Das muss ich doch jetzt nur rückgängig machen. Es ist echt nicht so leicht. Ich muss das mal von vorne aufrollen. Dafür muss ich leider. Nein. Was muss ich denn da leider wieder für? Wenn ich hier die Verbindung herstelle, wird die Sache nicht besser. Obwohl ich das echt gern ausprobieren würde. Also ich bringe den jetzt immer weiter nach vorne. Aber es wird nie gehen. Es wird immer im Bereich von dem Ding wird es nicht gehen. Also ich kann ihn jetzt schön hier hinbringen. Hier war er, glaube ich, ganz am Anfang auch. Bloß, dass ich da nicht hier drüben war. Ich kann das jetzt nochmal probieren, aber es ist einfach nicht aktiv. So, was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann jetzt hier immer wieder neu anstimmen und so rübergehen, aber das hilft mir genauso wenig. Kann man sogar schön aus der Entfernung machen. Kann ich den eigentlich auch. Ne, ich kann ihn nicht resetten zwischendurch. Ich muss abwarten, bis das durch ist. Es ist mir nämlich immer zu riskant, wenn der dann aufhört. Mittendrin und ich fall runter, wäre nicht so nice. Ja, keine Ahnung. Okay, dann wandert der jetzt wieder zurück. Beziehungsweise erstmal hier hin. Der ist ja dupliziert, genau. Dann kann ich ja eigentlich direkt dahin gehen.
Und nach hier hinten. Oh, jetzt gibt es nur noch den einen, den ich hier platzieren werde. Jetzt habe ich aufgetankt. Da haben wir es ein bisschen abgekürzt. So. Was heißt denn das jetzt? Ach genau, ich... Ja, ich mache das jetzt rückgängig, was ich vorher gemacht hatte. Ich nehme das jetzt hier raus. Ach Gott, es ist so einfach. Es hätte geklappt. Moment. Ich dachte, ich hätte das in der vorigen Folge schon eruiert, dass es nicht geht. Aber doch, es geht. Ach, was für ein Hin und Her, verdammt. Also ich kann es rausnehmen und kann trotzdem noch über die Brücke laufen. Das ist natürlich ganz entscheidend. Dadurch kann ich es ganz einfach mitnehmen. Okay, ach Mensch. Gut, wie machen wir es jetzt? Jetzt laufen wir mit dem eigentlich wieder da rum. Beziehungsweise ich selber laufe rum. Ah, es ging aber erstmal nur hier durch, ne? Ich musste hier noch zwischenparken. Einmal aufgetankt. Okay, alles gut. Wieder aufgetankt. Ich glaube, so ein bisschen zieht er einen auch wieder dahin, wenn man so drei Schritte weggemacht hatte. Was war das gerade? Da habe ich irgendwie den Flügel oder irgendwas. Da gibt es einen ganz kleinen Moment, wo es geht. Interessant, okay. Und jetzt habe ich den hier. Das reicht eigentlich schon. Ich muss natürlich es wieder zurückschaffen rechtzeitig, aber so passt das. Ja, das ist doch... Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich muss... Ach, ich muss den ja auch noch da hinkriegen. Na gut, das ist ja nicht das Ding. Dafür nehme ich ja den Knubbel mit. Ja, ist viel einfacher, als ich es dachte. So, anstimmen, rausnehmen, rübergehen. So. Wenn ich den jetzt hier bei Tageslicht aktivierbar mache, dann kann ich ihn... Ach nee, es geht ja... Es geht ja um die Harfe. Nee. Was kommt denn hier überhaupt, wenn ich mal fragen darf? Ich brauche ja das Licht. Das heißt, ich muss... Ach du Scheiße. Moment. Jetzt tausche ich doch mal mit dem. Jetzt steht er da blöd dahinter. Okay, dann switchen wir einmal hier. Dann... Switchen wir einmal hier, weil der muss hier sein, damit ich mit dem Licht das hinkriege, ne? So, dann klaue ich mir das jetzt aber da wieder raus. Wie mühsam. So, jetzt probiere ich es mal mit der Harfe. Anmachen, rausnehmen, rübergehen. Reinmachen, anstimmen. Moment, jetzt muss ich mir noch überlegen. Um ehrlich zu sein, nehme ich es wieder raus, weil was man hat, dann hat man. Obwohl, wenn ich es jetzt rausnehme, dann habe ich auch keine Chance mehr. Ah, es klappt schon, das klappt schon. Nee, Moment. Dann habe ich auch keine Chance mehr, auf die Entfernung die Harfen zu aktivieren, ne? Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. Denn jetzt kommt Licht. Dann kommt Switchen. Dann kommt... Achso, den kann ich ja gar nicht reinmachen. Oh, wie blöd. Das war vielleicht doch nicht so gut. Ja, aber was heißt denn das? Das heißt, ich gehe da jetzt rüber, krieg ja die Herausforderung, komme aber nicht mehr zurück. Ist das schlimm? Ich behalte sie ja trotzdem. Mist, warum hat denn der die jetzt nicht mehr? Wie habe ich denn das vorher geschafft, dass der die hatte? Wenn der die hat... Schaffe ich es nicht darüber. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Weil wenn der hier... Der stand ja hier und hatte das Relikt drin. Dann hatte keine der Harfen logischerweise dieses Relikt. Und... Na, warte mal. Ich kann jetzt die Harfen ja... Ach so, ich kann ja die Harfen auf die Entfernung aktivieren. Ja, um ehrlich zu sein, dann... Mach ich's lieber so. So, das... Aber das heißt ja wiederum... Ach nee, jetzt fehlt mir ja wieder das Licht.
um rüberzukommen. Oh Mann. Okay, was ich schaffen könnte, wäre. Achso, nee, das. Nein, es geht einfach nicht. Wenn ich das jetzt einsetze, kann ich ja wechseln, wie ich will mit dem Ding. Ich komme da ja nicht rüber. Oder? Der dupliziert sich da noch. Dann kann ich da. Ich mache das, glaube ich, viel zu kompliziert. Ich hätte einfach diese Schriftrolle schon nehmen sollen. Dann wäre ich zwar nicht zurückgekommen, aber ich glaube, die nimmt man mir dann nicht mehr. Ich will nur gern einen Rückweg schaffen, deswegen. Das ist gerade meine Ambition. Also, wenn ich das Ding wiederum. Da muss man sich immer orientieren, wo man ist. Wenn ich das Ding wiederum hier dupliziere. Jetzt mache ich es wieder umständlicher, ne? Dann kann ich wieder darüber gehen. Dann könnte ich es jetzt wieder nach hier hinten bringen. Und könnte was machen? Könnte eigentlich auch nicht mehr wechseln. Moment. Wo ist es denn jetzt? Da. Moment. Hä? Achso, ja, weil ich gewechselt habe, ist es nicht da. Ach Mann, es geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich wieder nicht an den Knubbel ran. Nur wenn ich dupliziere. Verdammt, noch eins. Dann ist es ja da wieder weg. Wie man sich da selber reinlegt, das gibt's doch gar nicht. Ach nein, jetzt muss ich wieder diesen umständlichen Weg gehen. Kann ich den noch gehen? Ah, nee. Okay. Oder ich mach's einfach mal so. Shit, ey. Okay, jetzt nehme ich wieder das Licht. Kann in den rein. Kann ihn da hinten hin tun. Um was zu machen, dann kriegte ich das Tor auf. Aufgetankt. Ich hau mich gerade so aus dieser Situation wieder raus. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gerade dieses Teil, ja. Ich muss den doch darüber bekommen. Jetzt fängt die Sache wieder an. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, ob das hier irgendwie der gewollte Weg ist. Aber irgendwie. Ist es für mich logisch, dass ich hier so um die Ecke die Sache probiere? Jetzt ist wieder dieser dünne Moment, wo man hier nur so ein bisschen von dem Viech da hinten sieht. Oh Gott. Und bewegen. Und. Auftanken. Rüber. Ist jetzt eigentlich schon egal, ich bring's ein bisschen mehr in die Richtung. Wichtig ist, dass ich jetzt hier rüber gehe. Das nochmal aktiviere und mitnehme. Jetzt mit dem hier wachsen mache. Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Es tut mir sehr leid, aber ich will das jetzt auch irgendwie drin lassen, glaube ich. Einfach, weil es ein Weg ist, den ich gehe. Damit man sieht, was hier so an Verwicklungen drin ist. Oder drin sind. So. Jetzt habe ich dieses Dauerdingens. Shit.
Das hilft mir aber auch gar nicht viel. Das hätte ich eigentlich in der Harfe drin lassen können. Ich setze es nochmal ein. Da bleibt es jetzt. Zumal man die auch auf die Entfernung aktivieren kann. Also ist es doch eigentlich... Ist es nicht relativ... egal, dass da jetzt zwei Harfen sind. So, jetzt switche ich und jetzt gehe ich darüber und dann hat sich die Sache. Schweigen führt oft zu Klarheit. Wer Schweigen nicht zu schätzen weiß, wandelt im Tal der Schatten. Naja, sagen wir mal so, ich finde schweigende Charaktere irgendwie nicht so spannend. Ich finde es gut, wenn man sich mitteilen kann. Okay, und raus aus der Herausforderung. Ja, das hätte ich mir auch merken können, dass man so da rauskommt. Insofern brauche ich nicht an meinen Rückweg denken. Naja, okay, ich habe 2 von 4 von diesen hier. Da, den hellen Knubbeln jetzt. Und ich habe beide Schriftrollen gemacht. Blöderweise habe ich mit der 4 angefangen und jetzt die 1 gemacht. Also ab jetzt gehen wir chronologisch vor. Jetzt kommt die 2. Und dann gucken wir mal. Da haben wir die Glocke. Swoosh. Unschuld. Okay. Da, die Ketten der Unschuld werden gesprengt. Okay, was leuchtet diese Harfe so lustig? Die ist dauerhaft aktiviert schon mal. Hier habe ich Licht. Hier habe ich das Ding. Ups, da wollte ich noch gar nicht rein. Aber warum nicht? Jetzt kann ich mal ein bisschen... Moment. Das ist, wenn... die Harfe spielt, oder? Ja. Kann ja erstmal switchen. Ins Licht gehen. Wieder switchen. Harfe spielen. Hochgehen. Kurz auftanken. Hier komme ich jetzt nicht durch. Achso, da oben ist erst offen, wenn... das da oben. Achso. Verdammt, jetzt dann lassen wir mal. Kann ich den duplizieren? Nicht so wirklich. Okay, ich müsste das Ding da drin haben. Okay, dann machen wir das mal so. Das reicht ja sogar noch. Ich könnte das jetzt nach unten wechseln. Dadurch ist es ja immer noch nicht da drin. Das ist ja das Problem. Wir wechseln ja immer nur den Ort. Ohne ein Duplikat wird das schwierig. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht das hier zu dunkel haben. Also, hier oben war doch nichts. Hier kam ich rein. Hier ist das Tor. Da oben ist ein Häuschen. Hilft ja auch wenig, wenn ich bei Tag... Moment mal, ich brauche doch nur... Ich mache schon wieder kompliziert. Moment. Ich glaube, das war schon ganz richtig. Ich brauche jetzt nur mal die Harfe anschlagen, hochgehen und das jetzt einsetzen. Und dann kann ich nämlich bei Tag hier rüber... Ja, müsste hier wächst. Achso. Mist, jetzt komme ich nicht mehr runter. Ich flippe aus. Oder komme ich hier runter über die Ecke? Ja, ich komme hier runter, okay. Super, dann kann ich nämlich Licht auftanken. Da hochgehen. Da rüber gehen. So, und rüber switchen. Shit. Runterswitchen. Egal. Der steht jetzt. Ich muss nur noch einmal die Harfe anhauen. Mit meiner Restenergie. Und dann klappt das. Ja. So. Das war das Tor. Und hier kann ich befreien.
Das ging noch zum Glück erfreulich schnell. Jetzt baut sich da die Bonusherausforderung auf. Das ist doch nicht so schwer, oder? Jetzt kann ich das Ding hochholen und mich runter. Kann wieder Licht auftanken. Ja, das geht doch. Das ist zwar knapp hier, aber das geht doch. Das ist kein anderes Prinzip als vorher auch, ehrlich gesagt. Das war jetzt machbar. So, ich hoffe, ich habe es wieder ein bisschen gut gemacht, die erste Viertelstunde. Unschuld ist die weiße Leinwand unseres Lebens und im Laufe der Jahre wird sie bemalt oder beschmutzt. Oh ja. Siehst du, es ging um Unschuld. Naja, gut, so hieß ja auch der Titel hier. Ja, ja. Wer ohne Sünde ist, ne, der werfe den ersten Stein. Okay, 3 von 4 und auch komplett abgeschlossen. Wäre doch schön, wenn ich jetzt auch noch 4 von 4 schaffe, was die römisch 3 ist. Und ehrlich, wenn ich jetzt ein bisschen länger brauche, dann cutte ich den Anfang zusammen. Weil der war echt ein bisschen zu lang. Mal gucken, was wir hier so für eine Folge draus machen. Wie es am Anfang alles immer finster ist, ne? Katsching! Okay, die Harfe hat so ein Dingens drin. Ich weiß ja inzwischen schon, dass ich es rausnehmen kann. Übung heißt das Ganze. Und hier ist noch so ein Switchy Switch. Ich will da hoch. Ich will das da hinten drauf haben. Ach, hey. Okay. Hier muss ich auch irgendwann rüber. Okay, ich probiere mal was. Ich nehme das ehrlich gesagt direkt mit und hier rein. Und dann möchte ich das schon mal hier platzieren. Aber was ich danach vorhabe, wird wahrscheinlich nicht gehen. Um Gottes Willen, was ist das denn? Uiuiui, der liegt da in Ketten. Hängt das alles zusammen? Habe ich das vorher von oben gesehen? Die Ketten, jetzt wird mir das ja erst klar. War ich da irgendwo? Sieht doch alles ähnlich aus. Also jetzt mache ich den mal hier rauf. Das ist ein sehr weiter Weg. Das wird wahrscheinlich... Nee, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Selbst wenn ich das erste noch schaffe, komme ich nicht übers zweite rüber. Okay. Jetzt mal was ausprobieren. Was auch nicht klappen wird, glaube ich, ist... Mit der Energie des hier Ablauf. Achso, da ist ja wieder sowas dazwischen. Na, ist ja super toll. Okay, wie machen wir das mit der Harfe? Ich kann hier so weit... Wie weit kann ich laufen? Kann man auch mal ausprobieren. So ungefähr, dann könnte ich sie anschlagen. Dann könnte ich hier rüber, aber ich schaffe auf keinen Fall noch... Das zweite, würde ich sagen. Ich probiere es mal, einfach um zu wissen. Ich werde knapp scheitern, auf jeden Fall. Mindestens knapp. Da bin ich mir doch sehr sicher. Also ich laufe jetzt mal so weit ich kann mit der Energie. Oh, 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 oh. So, mehr ist nicht drin. Anschlagen und losrennen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, ich bin nicht tot. Wie erfreulich. Aber... Achso, ich kann ja dahin. Ach so. Ach nee, das ging ja nicht. Ey, das ist echt komisch, ne? Sobald ich hier an dem Ding dran bin, geht nichts mehr. Das haben die sich schon echt so ausgedacht. Okay, hier war der Startbereich. Da geht nichts. Außerdem ist das wieder so ein Rätselspiel, wo man sich ständig überlegen muss. Also als Entwickler... In was für Situationen könnte sich der Spieler fangen? Aber dafür haben sie ja vorgesorgt, dass man das Rätsel zurücksetzen kann. Okay. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich es wieder nicht schaffe, den Knubbel da rauszuholen, oder? Aber Moment, ich kann ja jetzt... Ach so, hätte er doch da stehen müssen. Na, Moment, Moment. So, machen wir mal Plätze tauschen.
Jetzt steht der da hinten. Ist ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ha. Jetzt schlagen wir mal an. Gehen mal hier rüber. Bevor die Energie zu Ende ist. Ne, Moment. Der ist ja dauerhaft. Das funktioniert ja. Habe ich's doch schon. War ja einfacher als gedacht, ne? Jetzt kann ich Plätze... Warum kann ich denn schon wieder nicht Plätze tauschen? Doch. Geht das nur auf eine bestimmte Entfernung oder was? Okay, ich brauche überhaupt keine Energie. Insofern werde ich sie mal versuchen loszuwerden. So. Dann kann ich... Hier ist auch kein Hindernis mehr. Insofern kann ich das von hier oben erledigen. So. Hier rein. Und da hoch. Und dann haben wir es. Tor ist aktiviert und es wird befreit. So, wo haben wir es? Da drüben. Oh! Oh, das sieht aber cool aus. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, da gehe ich rüber. Wie? Ach so, mit dem Licht komme ich zuerst rüber. Brauche ich aber dieses Ding da nochmal. Moment, jetzt machen wir wieder Licht. Oh, fast runtergefallen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt mit Lichtenergie hier rüber gehe und das Ding... Ja, anschlage, dann komme ich nämlich... Dann schaffe ich es komplett rüber, würde ich sagen. Das ist schon knapp, aber man schafft sie beide. So, jetzt hätte ich... Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt das Ding rausnehmen, aber... Ich glaube, ich platziere den lieber hier. Was ich... Muss man sich wieder gut überlegen, ne? Sobald ich anfange, mit dem Ding zu switchen, kann ich ihm das Relikt nicht mehr entnehmen. Insofern probiere ich erstmal aus. Wenn ich jetzt das Relikt hätte... Könnte ich ja anhauen mit der Energie rüber. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das Relikt habe. Einsetzen kann ich es immer noch. Also zurück einsetzen. Aber jetzt... Für alle Fälle nehme ich es mal mit. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schwer. Das schlagen wir jetzt an. Dann machen wir... Na, was heißt für alle Fälle? Ich brauche es jetzt schon. Und dann kommt eigentlich immer anschlagen, mitnehmen. So, reinmachen, anschlagen, mitnehmen. Oder nicht mitnehmen? Ehrlich gesagt, nicht mitnehmen. Ich meine, ich bin jetzt eher am Ziel, aber dann könnte ich auf die Entfernung das nochmal anhauen. Du kannst nicht wachsen, wenn du anderen blindlings folgst. Ah, siehst du, es geht um Mündigkeit in dem Spiel. Ums Erwachsenwerden, würde ich sagen. Versuche, scheitere, wage einen neuen Versuch. Nur so wirst du weiterkommen. Und das ist ja auch das, was einem Puzzlespiele beibringen. Das will ja der ein oder andere Zuschauer gerne mal anders sehen. Der ist ja der Meinung, man müsse immer gleich alles schaffen. Aber ich bin der Meinung, ein Puzzlespiel ist dazu da, auch zu scheitern und andere Wege zu finden und nicht immer alles zu wissen. Höher hinaus heißt die Errungenschaft. Und jetzt haben wir nämlich den Aufzug. Und ja, mehr war hier nicht. Ich habe alles... Perfekt erledigt, würde ich sagen. Es leuchtet alles. Insofern gucke ich nochmal, was hier oben mich erwartet. Oh. Ja, die nächste Ebene, wie schön. Oh Gott, was? 4. Oh. 5. Sind das mehr geworden? 2. 1. Was? Ich kann nur in ein rein, oder? Alle noch gar nicht aktiviert. Ist ja interessant. Okay, und hier hat sich auch was aufgetan. Ja, hier ist jetzt der Dukatenscheißer, sag ich mal. Was ist das überhaupt für eine Figur, ne? Der ist so groß wie ein Kind. Aber es ist ein Erwachsener, also... Oder soll das auch wieder ein Kind sein? Ich finde, von den Gesichtern her sehen die schon sehr erwachsen aus. Zumindest nicht mehr so Kind. Also der auf gar keinen Fall. Der sieht sehr erwachsen aus. Das hier... Ja gut, das lasse ich als Kind durchgehen. Obwohl auch schon eine sehr prominente Nase und alles. Ist ein bisschen komisch.
Ne? Also von der Größe her auf jeden Fall Kinder. Das ist sehr merkwürdig. Gut, müssen sie hier ihre Steuern abgeben oder so? Ich weiß es nicht. Werden sie blind gemolken? Ach, guck mal hier. Steht eine Schatztruhe rum. Das funkelt aber schön. Ach ja, 0 von 5. Jetzt habe ich auch endlich die Anzeige entdeckt. Also es ist ein Tor mehr dazugekommen. Und jetzt scheine ich sie in Reihenfolge... Och, ich will mir was mitnehmen. Oder zumindest mal reinbeißen. Damit ich weiß, ob es echtes Gold ist oder vielleicht nur Schokotaler. Was ja auch gar nicht so schlecht wäre. Ja, jetzt scheine ich chronologisch anfangen zu müssen. Das hätten sie mir mal vorher auch antun sollen. Dann hätte ich den Fehler nicht gemacht. Gut, ich stelle mich vor die 1. Und da ist schon wieder eine Folge rum. Und dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Also seid dabei. Bis dahin. Tschüss. Ja, jetzt kommt die Musik. Bye, bye.